Bäh. Ah. Wow. Ein Koala! Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Hallo, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was mache ich hier eigentlich? Beziehungsweise vielleicht fragt ihr euch das auch gar nicht, weil ich meine, man sieht ja, ich bin bei den Ländereien jetzt hier gerade. Aber ich muss vielleicht den einen oder anderen enttäuschen. Wir werden in dieser heutigen Folge nicht an den Ländereien weiterbauen. Also eventuell nicht. Ich habe noch ein paar Aufgaben davor, die ich erledigen möchte. Und ja, wenn wir die natürlich in 10 Minuten fertig haben, dann machen wir doch noch was an den Ländereien. Aber das erwarte ich und denke ich auch gar nicht, weil ich bin ein ziemlich dämlicher Koala, Leute. Und weil ich ein dämlicher Koala bin, werden die einfachsten Aufgaben wahrscheinlich trotzdem 3 Stunden dauern. Wohingegen sie jeder normaler Mensch wahrscheinlich in 2 Minuten hinkriegen würde. Ja, wo fliegen wir jetzt gerade hin? Ich brauche einen Schwarzeichenwald und lol, was ist das denn hier? Hallo? Ach lol, das ist einfach dieser alte Friedhof, den wir mal irgendwo am Anfang von LBH versucht haben zu bauen. Hier ist noch das Schild vom Flohnetzwerk. Das sollte eigentlich mal der Friedhof vom 4. Teil werden. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das dann nie weitergemacht. wie so viele Dinge in LBH ich nie weitergebaut habe. Wundert mich aber gerade extrem doll, dass das so nah an den Ländereien selber liegt. Weil, naja, ich meine mich zu erinnern, dass ich für diesen Friedhof sehr viel Strecke gemacht habe, damit er nicht zu nah an Hogwarts ist. Und jetzt ist er hier einfach quasi um die Ecke. Ach lol, ey. Also das mit den Größenvorstellungen und allem ist eine ganz große Kunst, die ich auf jeden Fall noch hoffentlich ein bisschen perfektionieren kann. So, da sind wir nun bei einem Schwarzeichenwald. Und wir werden jetzt auch nicht viele Bäume abfällen. Ich brauche nur so ein bisschen Holz, wofür werdet ihr ja gleich genau sehen. Aber ja. Passenderweise zu dieser Aufgabe hier möchte ich euch aber auch schon mal fragen, fändet ihr für den verbotenen Wald eigentlich Schwarzeichen auch gut oder würdet ihr sagen, nee Daniel, hast du noch alle Tassen im Schrank, mach da gefälligst nur Fichten rein oder wir verprügeln dich auf dem Elbenwaldfestival? Was würdet ihr sagen, Leute? Ich persönlich, falls ihr meine Meinung hören wollt, was wahrscheinlich keiner will, aber ich erzähle sie euch trotzdem, ich persönlich fände es eigentlich ganz schön. Allerdings müssen wir ja auch nochmal dazu sagen, dass wir ja gesagt haben in den Livestreams, oder ich persönlich bisher, aber ich denke mal, ihr seid auch einer Meinung mit mir, hoffe ich, dass wir die Bäume im verbotenen Wald selber bauen und nicht einfach natürlich spawnen lassen. Und wenn wir das tun, dann sind es ja im Grunde nicht direkt schwarz, also ja, kann man jetzt so und so sehen, natürlich sind es dann Schwarzeichen, aber es sind halt Schwarzeichen-Texturen. Allerdings sieht der Baum selber natürlich anders aus, weil wir ihn bauen werden. Ist doch richtig, du Huhn, oder? Alles klar. Ja, genau. Also ihr habt das Huhn gehört. Ist auf jeden Fall so. Ich habe, ja, 44. Das reicht locker, Leute. So, dann geht's einmal zurück. Und zwar Home Biblio. So. Hallo Emma Stinson. Wie läuft's mit Nevio? Hä? Ja, das freut mich auf jeden Fall. Warum dich Nevio hier einfach sitzen lässt und sich nicht um dich kümmert? Ich muss ihn mal drauf ansprechen. Der muss sich ja um dich kümmern. Nevio, also wirklich, wenn du hier gerade die Folge schaust, also deine Freundin sitzt da oben und ist ganz alleine und was hält ihr ein? Okay, Leute, ihr seht wahrscheinlich hier, dass wir in der letzten Woche einen immensen Baufortschritt hier geschafft haben. Und hier ist aktuell immer noch alles abgesperrt. Wir haben ja mit Nevio, mit Flo und auch mit Luisa hier dran weitergebaut. Und aktuell kann hier halt niemand hin, weil es abgesperrt ist, wie gerade schon erwähnt. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Daniel, was willst du jetzt hier in der Folge alles machen? Das ist relativ leicht erklärt, denn ich möchte natürlich hier mich um die Deko kümmern, allerdings auch um den weiteren Ausbau. Und ich habe mein Inventar hier auch soweit schon ein bisschen vorbereitet. Das Einzige, was ich noch nicht vorbereitet habe, war, die Stühle. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was für Stühle, Daniel. Aber das zeige ich euch jetzt, denn, es gibt leider irgendwie so einen blöden, komischen Fehler, den ich irgendwie mal in der Bibliothek gemacht habe und der mich schon irgendwie ziemlich lange stört und den ich jetzt mal gleich eben kurz erledigen möchte, weil sonst weine ich, Leute. Das ist echt seltsam, was ich da angestellt habe. Ich habe nämlich in der Bibliothek irgendwie teilweise die richtigen Stühle gesetzt und teilweise hier noch immer diese Dekostühle stehen. Hier, ihr seht das, ne? Einmal dieser Stuhl hier, ne? Der richtige. Und dann sind hier vereinzelt noch diese Dekostühle, die gar keine Daseinsberechtigung mehr haben. Und ja, das machen wir mal eben kurz am Anfang der Folge und danach kümmern wir uns um die Toilette. Und genau.
Ja, Leute, ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, dass ich heute mal wieder eine Real Talk-Folge mache. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für das ganze Feedback letzte Woche zu meinem Real Talk-Video, wo ich über meine Schulzeit gesprochen habe. Ich muss sagen, mir gefällt das wirklich enorm. Ich mag es total gerne, über sowas zu reden und generell das Ganze mal... Oh! Hallo, bemuster Junge, wie geht's dir? Hallo! genau, ich finde das einfach generell super, super cool, über sowas zu reden und selber das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Weil, ja, ich, wie oft kommt man dazu, in so einem Monolog einfach nochmal so geschehene Dinge seines Lebens Revue passieren zu lassen? Also klar, kann man machen, aber macht man ja in der Regel nicht so oft. Und deswegen, ja, habe ich auf jeden Fall auch ein bisschen was draus mitgenommen. Und die Kommentare unter der Folge haben mich wirklich auch sehr motiviert und auch gefreut, weil, ja, total viele Leute von euch haben geschrieben, dass sie das sehr inspirierend fanden, dass sie da auch selber was mitnehmen konnten, dass sie sich selber in gewissen Punkten wiedererkannt haben. Und ja, es ist eine schöne Sache, Leute. Deswegen habe ich mal auf Twitter und auch generell auf YouTube gefragt, welche Real Talk-Themen ihr ja noch besonders cool fändet. Und ja, zwischen zwei Sachen habe ich dann nochmal eine Abstimmung quasi eingestreut, damit ich nochmal wissen kann, was ihr da cool fändet. Einmal natürlich mein Talk über Michael Jackson, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, das würde ich total gerne mal machen. Und dann noch einmal ein Real Talk-Video zu meiner Kochausbildung. Und ja, im Titel steht es ja schon, ich werde heute über die Kochausbildung an sich sprechen. Und, ja, möchte das Ganze gerne auch mal so, ja, ein bisschen selber so nochmal Revue passieren lassen. Möchte mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze so gelaufen ist. Und ja, es stimmt schon, das haben auch manche gesagt. Ich habe natürlich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und ich habe auch schon, ja, das in Livestreams irgendwie mal so erörtert oder so. Aber noch nie in so ausführlicher Form, wie ich es jetzt machen möchte. Und ich werde alles einmal kurz auflisten, beziehungsweise ich werde auf alles mal eingehen, was mich da so, ja, gestört hat, was vielleicht auch gut war. Wir haben ja Zeit genug, Leute, so eine LBH-Folge wird jetzt in nächster Zeit auch immer über 30 Minuten gehen. Das ist so zumindest mein Plan dahinter, ob ich das schaffen werde. Kommt natürlich auch auf die Bauaufgabe an, aber ihr habt auch gesagt, dass ihr diese Ü-30-Minuten-Folgen echt cool findet. Und ja, ich persönlich auch, deswegen werde ich mich jetzt versuchen, ein bisschen mehr dran zu halten und das auch hinzukriegen. Ja, zum Thema Kochausbildung. Wir fangen einfach mal gerade ganz am Anfang an, würde ich sagen. Wie bin ich nochmal darauf gekommen, eine Kochausbildung zu machen? Habe ich ja schon oft erzählt. Ich war damals ich bin immer noch ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Ich koche für mein Leben gerne. Und, ja, mach das quasi schon, seit ich laufen kann. Also meine Mom hat auch ganz, ganz viele Babyfotos von mir, wo ich irgendwie am Herd stehe oder wo ich irgendwie an einem Topf rumwerkel und mir da irgendwas zusammenprötsche. Damals, wo ich noch jünger war, da habe ich auch immer mit den Sachen, die so im Kühlschrank zu finden waren, irgendwelche Gerichte gekocht, ohne irgendein Rezept, einfach nur so aus dem Kopf heraus, weil ich dachte, wir haben Salami da und wir haben Wiener Würstchen da. Daraus mache ich jetzt Wiener Würstchen und Salami-Pfannkuchen oder irgendwie sowas halt. Alles so komplett selber inspiriert und kreativ einfach mal probiert, was man da so machen kann. Und ich fand das immer mega, mega cool. Meine Mom leider nicht ganz so doll, weil, naja, ich war zwar ein leidenschaftlicher Koch, aber kein leidenschaftlicher Aufräumer. Und demzufolge, ja, jetzt haben wir keine Stühle mehr, Leute, ich hätte doch mehr Holz abbauen sollen. Machen wir dann, ja, gleich nochmal, oder? Kommt, ich mache nochmal ein bisschen was an den Badezimmern, weil das ist die Hauptaufgabe heute. Aber wir werden gleich nochmal kurz zu diesem Schwarzeichenwald reisen. Genau, also meine Mom war da nicht immer ganz so begeistert, weil, wie gesagt, sie musste, oder, ja, also ich habe auch aufgeräumt, Leute, so ist es jetzt nicht, aber meine Mom war da definitiv ein bisschen sehr viel aktiver. Wartet mal, ich muss mal eben hier diese großen Schilder craften. Und, ja, so war es für mich eigentlich relativ klar, dass ich nach meiner Schulzeit, vor allem gerade auch nach der Schulzeit, hat man sich ja die große Frage gestellt, hey, wie geht's jetzt weiter in meinem Leben, was mache ich aus meinem Leben, wie sieht meine Zukunft aus und was für einen Job möchte ich machen? Halt diese ganzen Fragen, die sich wahrscheinlich auch schon einige von euch gestellt haben, wenn sie gerade in diesem Alter sind, das eben, ja, für sich selber zu klären. Und, ja, ich bin da halt direkt auf die Idee gekommen, ich möchte Koch werden. Eben genau aus diesem Grund, weil ich es halt eben leidenschaftlich gern gemacht habe. So habe ich mich dann in verschiedenen Betrieben beworben und habe auch sehr viele Rückmeldungen bekommen. Auch deutlich mehr als bei meinem anderen Wunschberuf, nämlich Mediengestalter, das wollte ich auch unbedingt werden. Aber da hat man halt wirklich, also so viele Bewerbungen, wie ich da geschrieben habe, und keine einzige Antwort, weil, naja, die meisten haben tatsächlich Abitur gefordert, das hatte ich natürlich nicht, oder, ne, Studium oder sowas in der Form, und damit konnte ich natürlich nicht aufwarten. Aber bei Koch, da war es deutlich anders. Also die haben sich Azubis gerissen. Ich habe, glaube ich, 15 Betriebe angeschrieben und habe, glaube ich, fast von jedem sogar eine Rückmeldung bekommen. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall von sehr, sehr vielen.
Und so, ja, bin ich dann eben auch zu verschiedenen Bewerbungsgesprächen hingegangen und auch unter anderem, ja, ich will den Betrieb selber jetzt nicht nennen, weil ich werde natürlich gleich noch sehr kritisch über das Ganze reden. Moment, Zeitumkehrer, ahoi. Und von daher möchte ich jetzt nicht den Betrieb an sich benennen. Er existiert jetzt, soweit ich weiß, in der Form nicht mehr, aber der Ort, wo es war, wird wahrscheinlich extrem vielen bekannt sein. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie Verleumdung betreiben, oder beziehungsweise Rufmord, auch wenn sie es natürlich selber schuld sind irgendwo, aber ich bin mir über meine Reichweite bewusst und möchte da jetzt nicht absichtlich Öl ins Feuer gießen. Ja, genau, aber, wartet Leute, ich komme sofort aufs Thema zurück. Ich muss nur mal gerade ganz kurz eine Sache überlegen. Und zwar ist mir nämlich noch vor der Folge, ich habe nämlich im Off nochmal kurz geschaut, ob alles hier soweit richtig ist. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar die letzte Toilette hier, die ist so komplett, ja, seht ihr, ne, ist komplett blöd belegt. Entweder wir machen es jetzt so, wenn es möglich ist, hier ein bisschen weiter rein zu... Ah, das geht sogar. Ja, das ginge sogar. Okay. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch so. Weil ich finde es total bescheiden, dass die Toilette hier so an der Seite steht und nicht den Platz hat wie die anderen Toiletten. Ja, genau. Hier. Ja. Wir können die Wand einen nach hinten versetzen. Das ist kein Problem. Ja, opti-mopti, Leute. Dann machen wir das mal. Vielleicht ein paar mehr Fackeln, oder? Das wäre... Ich hole mal eben ein paar mehr Fackeln, Leute. Dann habt ihr ein bisschen mehr Licht. Weil, naja, die Gänge hier sind nur alle nicht beleuchtet, weil Baustelle und so. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt hier welche am Start. Sieht schlecht aus. 11. Wow. Aber 11 sind besser als 10, Leute, ne? Und besser als 9. Und ihr werdet es kaum ahnen. Aber ja, auch besser als 8. Ja, so, genau, und so habe ich mich dann eben bei verschiedenen Betrieben beworben und bei einem Betrieb bin ich dann eben hängen geblieben, weil es ein sehr, ja, cooler Betrieb war. Es ist an einem Ort gewesen, um das vielleicht mal wenigstens zu sagen, der sehr bekannt ist, und dementsprechend war das natürlich auch irgendwo eine gewisse Form von Prestige, da eben Azubi zu sein. Und ja, ich habe mich natürlich vor der Ausbildung schon mit diesem Job an sich auseinandergesetzt. Also ich wusste schon, dass es ein sehr elitärer Job ist, dass der Umgangston sehr rau sein kann und dass er natürlich jetzt nicht der bestbezahlteste ist, dass die Arbeitszeiten sehr, naja, ne, nicht ganz so dufte sind und dass man auch an Feiertagen arbeiten muss und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt nicht so komplett naiv an die Sache rangegangen und habe gedacht, ja moin, wird ja schon ein Kinderspiel oder so. Das auf gar keinen Fall. Und ja, so war es dann auch. Ich bin dann halt eben in diesen Betrieb reingekommen und verdammt, ich hasse Schilder setzen. Bin in den Betrieb reingekommen und ja, am Anfang war es tatsächlich auch eigentlich sehr, sehr schön. Also ich habe da eben, ne, die ganzen Leute kennengelernt. Einige waren netter als andere, ne, so wie es ja auch in der Schule der Fall war. Da habe ich mich natürlich dann auch noch nicht irgendwie, hatte ich auch noch kein Problem mit, weil logischerweise, es können ja nicht alle direkt sympathisch sein. Das wäre ziemlich unwahrscheinlich und seltsam gewesen. Aber, mein Küchenchef selber, der war in Ordnung, ein bisschen, ja, verstrahlt vielleicht, aber er war ganz nett, kann man auf jeden Fall sagen. Und das ist, glaube ich, auch, ist das, nee, das ist nicht, hä, Moment, ach lol, wir haben das halt, ah, die Wand, ganze Wand ist falsch, oh, die hängt ein bisschen zu weit nach innen, also muss ich die doch von der anderen Seite setzen, oder wie jetzt, hä? Wartet mal, ah, so geht das, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, ja, und so habe ich mich dann die ersten Wochen so durch den Job gehangelt. Ich weiß sogar noch, ich habe bei Facebook einen Post geschrieben, dass, also das war nach meiner allerersten Woche in dem Betrieb. Und ich war einfach mega happy. Ich war glücklich, mir hat der Job Spaß gemacht. Und ich habe dort eine Perspektive für mein Leben gesehen, eben später mal Koch zu werden, ein eigenes Restaurant zu eröffnen und so weiter und so fort. Also ich habe schon ziemlich weitläufig gedacht. Ja, dann kam es aber, wie es kommen musste, mehr oder weniger. Ich war halt ein Mensch, der nicht unbedingt für sowas gemacht war. Und das haben, glaube ich, auch meine Kollegen gemerkt. Also einige von denen haben meine sehr schüchterne, zurückgezogene und sehr introvertierte Art. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nicht sympathisch fanden oder ob sie, ne? Ich mag das gar nicht, aber ich war halt irgendwie so ein dankbares Opfer, kann man schon fast sagen. Was definitiv ja nicht meine Schuld ist, ne, weil ich hab's nicht absichtlich gemacht oder so, aber ich kann, ne, manchmal denke ich so, das könnte vielleicht ein Grund sein. Ich war jetzt natürlich so ein kleiner Junge, ne, und die alle waren so erwachsen und, ne, schon voll im Job drin und ich glaube, ich war ein dankbares Opfer einfach. Und, ja, dann fing natürlich auch ich sag mal, das Mobbing an sich an, erst natürlich durch,
durch Worte. Also die haben sich da schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt in dem, was sie gesagt haben. Natürlich habe ich dann durch den ganzen Druck, das war auch damals beim Führerschein so, ich habe beim Führerschein auch mich teilweise etwas blöd angestellt und dadurch war mein Fahrlehrer dann auch mal ein bisschen sauer und ihr kennt das vielleicht, wenn man dann eben sowas hat, dann wird man nervös, dann wird man, dann hat man so Sorge, dass man, also nur wenn man dann halt blöd angemacht wird oder so, dann steigt in einem selber die Sorge, dass man ne, noch mehr Fehler macht und dann beschwört das meistens noch mehr Fehler. Und so war es dann ja auch in der Kochausbildung. Das heißt, ich wurde da ziemlich scheiße behandelt und dadurch stieg natürlich meine Nervosität und dadurch natürlich auch mein Fehlerpotenzial, weil ich eben, ne, weil sie eben so mit dem Rohrstock quasi unterwegs waren, jetzt nicht wörtlich gemeint, aber im übertragenen Sinne. Und ja, dann kam halt dazu, dass mein alter Küchenchef, der musste gehen, der war dann irgendwann, hat er dann eben seinen Posten verloren, weil er leider nicht die Leistung als Küchenchef erbracht hat, die notwendig gewesen wäre. Er wurde gefeuert tatsächlich, ja. Und dann hat mein stellvertretender Küchenchef die Leitung übernommen, also der Sous-Chef. Und der war schrecklich, Leute. Schrecklich ist tatsächlich untertrieben. Also das war die pure Hölle für mich auf Erden. Dieser Typ, er war um die 60, würde ich sagen, ist jetzt grob geschätzt. Und er war hysterisch, er war laut, er war hysterisch, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann ist er ausgeflippt. Manchmal war er auch ganz nett, aber das war tatsächlich die Seltenheit und wenn er nett war, dann garantiert nicht zu mir. Und da fing es dann tatsächlich auch zum allerersten Mal mit Handgreiflichkeiten an und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann auch wirklich rot gesehen. Ich bin dann jeden Tag auch, ich bin natürlich zur Arbeit gegangen, klar, aber ich hatte schon, bevor ich den Laden überhaupt betreten habe, so eine unglaublich schlechte Laune. Und hab mir gedacht, ey, warum tust du dir das eigentlich an? Aber ich dachte halt, ey, das ist dein Job oder beziehungsweise das ist ja deine Zukunft, weil ich mir ja immer so meine Zukunftsgedanken über diesen Job quasi gemacht habe. Und ich wollte ihn nicht aufgeben, weil ich dachte, das gehört halt dazu. Du wusstest doch, worauf du dich einlässt als Koch. Du musst das jetzt quasi durchziehen, weil, naja, mit sowas hast du ja mehr oder weniger schon gerechnet. Und dementsprechend dachte ich, es wäre einfach nicht richtig, dann den Job abzubrechen, wenn halt das passiert, was man eh schon gedacht hat. Aber dass es so schlimm wurde, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Was ich mit Handgreiflichkeiten zum Beispiel meine, da gab es mal einen Fall, da sollte ich im Kühlhaus irgendwie irgendwas machen, ich weiß nicht mehr genau was, und das habe ich dann falsch gemacht und dann kam mein Sous-Chef oder dann eben mein Küchenchef in dem Fall und hat mir mit einem eingeschweißten Steak eins über die Nase gegeben. Das war nicht feste oder so, ne? Das war nicht das Problem. Ich hatte keine Verletzung und ich habe auch nicht geblutet oder so, um Gottes Willen. Aber es ist natürlich, es macht mit einem was. Also wenn ein erwachsener Mensch, der ja irgendwo schon, ne? Ich war halt noch 17, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 17 oder 18. Ich war sogar noch jünger. Wie alt war ich denn da? Sehr jung auf jeden Fall. Nee, 17? War ich 17? 16? Irgendwie so. Auf jeden Fall war ich noch minderjährig. Das weiß ich auf jeden Fall. Und, man hat zu diesem Zeitpunkt, das war zumindest bei mir so, hat man ja immer gedacht, so Erwachsene sind so quasi, haben eine Vorbildfunktion und sind natürlich sozial, weil sie halt eben erwachsen sind. Aber Pustekuchen. Und da hatte ich dann halt wirklich Panik, weil, naja, ich, es war einfach psychologisch kompletter Mist und ich habe mich da mega reingesteigert und war auch wirklich, bin auf dem Zahnfleisch gegangen. Und irgendwann, ne, dann gab es einen Moment, wo es dann wirklich komplett explodiert ist bei mir und dann bin ich, glaube ich, kurz vor Silvester nach Hause gegangen und habe wirklich geheult ohne Ende. Hab meiner Mom auch einen vorgeheult, so dass ich das nicht mehr kann. Und bis dahin habe ich das wirklich immer ausgehalten. Ich habe wirklich immer die Zähne zusammengebissen und mir gesagt, ey Daniel, du musst da durchstehen, das schaffst du schon, das wird irgendwann vorbei sein. Und ja, ich wollte nicht wahrhaben, dass es mich zu sehr mitnimmt. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich es hätte schon viel früher abbrechen müssen. Weil die Tatsache, dass du einen Job machst, der dir zwar an sich Spaß macht, aber die Menschen dort dich einfach nur runterziehen. Ich bin morgens in den Betrieb reingegangen, hab natürlich gezwungenermaßen Guten Morgen gewünscht. Vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu nennen, wenn ich keinen Guten Morgen gewünscht habe, dann haben sie mich immer blöd angemacht, so von wegen, kannst du nicht mal Guten Morgen sagen oder so. Aber wenn ich es dann natürlich gemacht habe, was ich erst immer getan habe, um mir da eben keinen Rüffel abzuholen, dann haben sie mich blöd angeguckt, so voll verbittert und haben nichts darauf geantwortet. Solche Sachen, so psychische Erniedrigung quasi kann man. Es klingt alles dramatisch so, aber im Grunde war es das ja. Also dieses Erwarten, dass man einen guten Morgen sagt, aber wenn man es dann tut, dann gucken sie dich nur verbittert an und sagen gar nichts oder so.
und solche Sachen halt die ganze Zeit. Und es hat sich halt fast durch alle, also fast alle Kollegen waren so drauf. Es gab nur ganz wenige, die waren ganz nett, aber auch nicht so nett im Sinne von, boah, das ist jetzt ein korrekter Typ oder so, sondern eher nett im Sinne von, boah, der wird hier aber von unseren anderen Kollegen ziemlich drangsaliert, lasst mal nett zu dem sein. So in dieser Form nett, wisst ihr, wie ich meine? Und das war natürlich auch nicht irgendwie eine Sache, die mich da aufgebaut hat, weil es sich so erzwungen angefühlt hat, weil es irgendwie nicht so ganz real war, weil sie einfach nur gemerkt haben, dass es mich mitnimmt und dass da zumindest einer oder zwei Leute irgendwie ganz nett zu mir sind, damit ich da nicht komplett irgendwie, ne? Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Und das hat natürlich dann auch nicht wirklich geholfen, weil das war ein Tropfen auf den heißen Stein, beziehungsweise hat es sich auch nicht, wie gesagt, real angefühlt. Und so war es dann, dass alle, Küchenchefs, also alle, die was zu sagen hatten, waren einfach komplett scheiße zu mir. Und, ja, im wörtlichen Sinne, also mit Worten, aber auch, wie gesagt, mit Handgreiflichkeiten. Ich habe immer die Zähne zusammengebissen, habe einfach gemacht, was ich machen sollte. Aber es hat mir halt Motivation genommen, es hat mir Selbstbewusstsein, sehr viel Selbstbewusstsein genommen. Weil wenn man den ganzen Tag nur der Larry für alle ist, wenn man den ganzen Tag nur runtergemacht wird, wenn man den ganzen Tag nur sich anhören darf, was für Müllmann wieder gebaut hat, dann macht selbst der schönste Job irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Und natürlich ist man dann, macht man dann noch mehr Fehler, weil anfangs schon gesagt, man einfach, ja, ne, man ist halt immer vorsichtiger, man traut sich immer weniger und dadurch wird natürlich auch die Fehlerquote größer. Und das war dann quasi so ein Teufelskreis. Durch die Tatsache, dass sie mich scheiße so behandelt haben, habe ich mehr Fehler gemacht, wodurch ich natürlich noch beschissener behandelt wurde. Und irgendwann hat sich das Ganze einfach so extrem krass aufgestaut, dass ich einfach gesagt habe, nee Leute, geht nicht mehr, sorry. Also bis hier noch nicht weiter. Und das war genau an Silvester, das weiß ich, oder einen Tag vor Silvester. Das war einen Tag, bevor meine Probezeit zu Ende gewesen wäre. Und in der Probezeit, das wisst ihr ja wahrscheinlich, da kann man nämlich noch einfach so eine Kündigung reinwerfen und ist dann raus aus dem Betrieb, ohne eine Frist oder so. Und ja, das habe ich dann gemacht. Also ich bin am 30. Dezember, das war glaube ich exakt der 30. Dezember, bin ich dann nach Hause gegangen von der Arbeit. Es war gerade Feierabend, bin dann nach Hause gekommen und bin wirklich, so dramatisch das jetzt klingt, aber ich bin in Tränen ausgebrochen. Meine Mama hat natürlich das sofort mitbekommen, hat sich zu mir gesetzt und hat sich das angehört, was ich da zu erzählen hatte. Und dann ist wirklich alles aus mir rausgekommen. Also ich habe alles erzählt, habe erzählt, was da halt passiert. Und meine Mom, da bin ich ihr unendlich dankbar für, hat halt auch Verständnis für die ganze Situation gehabt und hat dann eben auch gesagt, Mensch Daniel, dann ist es nicht das Richtige für dich. Dann musst du halt irgendwie mal einen Schlussstrich ziehen, das macht keinen Sinn. Dann habe ich halt auch zu ihr gesagt, aber Mama, ich habe doch, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, ne? Kochausbildung ist nun mal ein hartes Laster. Aber sie hat dann auch richtigerweise gesagt, ja, mag sein, schon, aber es geht ja darum, dass du dich auch nicht kaputt machst, dass du Spaß an dem hast. Und wenn du es gerade auch bedenkst, das dein Leben lang zu machen, dann muss natürlich eine Form der Motivation da sein. Und ja, dann habe ich es halt abgebrochen, habe die Kündigung reingeworfen und so kam es dann. Und ich habe auch danach noch versucht, also klar, ich war dann ein halbes Jahr ohne Job, also ein halbes Jahr saß ich quasi nur zu Hause rum, weil ich war halt wirklich fertig, Leute, das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Ich habe das jetzt gerade auch nicht ansatzweise so dramatisch quasi formuliert, wie es an sich war, also wie ich es für mich selber wahrgenommen habe. Wenn ich in meine Vergangenheit gucke und man mich fragen würde, Daniel, nenn mir mal einen dramatischen, schwarzen Lebensmoment in deinem ganzen Leben, dann würde ich diese Zeit in der Kochausbildung, gerade gegen Ende dieser Kochausbildung, das würde ich ansprechen. Und im Nachhinein, und das ist etwas, was mir allerdings auch sehr geholfen hat, das muss ich sagen, weil durch solche Negativerlebnisse zieht man natürlich auch Weisheit, klar, fürs weitere Leben, dass man gewisse Fehler halt einfach nicht nochmal macht. Und einer der größten Weisheiten bei mir zum Beispiel, oder beziehungsweise was ich daraus mitgenommen habe, war, dass, dass man sich zu nichts zwingen muss oder nichts tun sollte, was einem auf Dauer oder beziehungsweise was einen generell unglücklich macht. Und deswegen, ja, bin ich auch so erpicht darauf, eben das Glücklichsein als Fokus meines Lebens zu betrachten, weil man damit eben auch schon erkennt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und ja, ich muss nochmal gerade ganz kurz reingrätschen, Leute, weil ich bin gerade am Überlegen, wie das hier nochmal genau ist. Ja, soweit ist das aber auf der anderen Seite auch richtig. Hier müssen wir auch noch Spiegel hinsetzen, glaube ich. Das haben wir noch nicht gemacht. So. Ja, und wie gesagt, ich saß dann ungefähr 6 Monate zu Hause auf der mehr oder weniger faulen Haut. Und das war halt auch dem verschuldet, weil ich halt, wie gesagt, extrem fertig war. Und ich habe mir dann aber noch gesagt, ey, versuch's nochmal mit einer Kochausbildung. Vielleicht lag's ja einfach nur am Betrieb.
Hab dann wieder ein paar Bewerbungen geschrieben, wurde auch ein paar Mal eingeladen. Aber ich glaube, ihr ahnt es schon, ich habe keine davon letztendlich besucht. Also ich war... Ja, ich hab mich nicht getraut. Ganz ehrlich, Leute. Ich hab dann verschiedene Einladungen bekommen. Meine Mom hat mich sogar dahin gefahren, hat mich da vor der Tür, ja, rausgelassen, ist dann weggefahren und ich bin einfach nicht reingegangen zu diesem Vorstellungsgespräch oder zu diesem Probearbeitstag. Ich glaube, einmal war es ein Vorstellungsgespräch und ein paar Mal auch ein Probearbeitstag und ich bin einfach... Ja, nie reingegangen. Ich habe mich nie getraut. Ich wollte es wirklich. Ich habe meine Mom nicht irgendwie angelogen, um mehr Freizeit quasi zu haben, um länger irgendwie zu Hause rumzugammeln. Das war nicht der Hintergrund, sondern einfach, ich wollte es auf der einen Seite, habe mich aber nicht getraut und wusste aber auch nicht, was ich stattdessen machen soll, weil Koch war meine einzige Perspektive, weil alle anderen Berufe, gerade so die Kreativen, wie ich ja am Anfang erzählt habe, ich wollte Mediengestalter werden oder irgendwas anderes Kreatives, so Fotograf oder so. Aber für alles bräuchte man fast schon Abi, also klar kann man auch so da reinrutschen, aber das ist halt relativ schwer und ich glaube, manche von euch werden das bestimmt bestätigen, die das selber schon mal ausprobiert haben. Das ist wirklich gar nicht so einfach und dementsprechend habe ich diesen Gedanken natürlich schon komplett, ja, quasi verloren und mir einfach keine Illusion mehr gemacht, dass das noch klappen könnte. Und ja, dementsprechend war ich dann natürlich noch doppelt und dreifach aufgelöst. Das hat mich in ein sehr, sehr tiefes Loch reingezogen, und zwar... Ein perspektivloses Loch, wo ich einfach gedacht habe, verdammt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was werde ich am Ende? Was mache ich beruflich? Ich will nicht mehr Koch werden, ich kann das nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, was ich sonst machen will, weil ich will unbedingt, dass mein Job mir Spaß macht, dass er Leidenschaft in mir weckt. Und das konnte ich halt mit keinem Job, der mir möglich gewesen wäre, erreichen. Und das hat mich unfassbar runtergezogen. Das war für mich eine der schlimmsten Dinge überhaupt, weil ich ja wusste, dass eben ein Job sehr, sehr lange geht, dass man den bis zur Rente macht und dass die Rente halt noch sehr weit entfernt ist. Und die Vorstellung, etwas zu tun, was nicht 100% meiner Leidenschaft entsprach, war für mich einfach eine, ja, blöd formuliert eine Horrorvorstellung. Aber was ich da damals halt einfach überhaupt nicht bedacht habe und was auch ein großer Fehler bei diesem Denken ist, ist der Punkt, dass man, ja, dass die Ausbildung nicht festmacht, was du dein Leben lang tun wirst. Eine Ausbildung ist dafür da, damit du erstmal so reinschnuppern kannst, dass du was in der Hand hast und, ja, im Großen und Ganzen erstmal nur das. Aber es bedeutet nicht, dass du das dein Leben lang machen musst. Dein Leben ist frei. Du kannst machen, was du willst. Wenn du irgendwann mal, ne, wenn du deine Ausbildung fertig hast und Bock hast, keine Ahnung, in Südafrika Hyänenabdrücke zu studieren oder... keine Ahnung, Haiflossen zu operieren oder, keine Ahnung, lächelnde Kekse in einem Feinkostladen zu backen und die dann an Obdachlose zu verschenken und, oder, keine Ahnung, ich weiß ja, was kann man noch für coole Jobs haben, so, ich weiß es nicht. Aber, im Grunde ist die Wahrheit und das, worauf man sich, finde ich, auch stützen sollte, was, finde ich, mir auch sehr viel Motivation und Perspektive gegeben hat, der Punkt, dass das, was du... als Ausbildung machst, niemals das sein muss, was du in deinem ganzen Leben weiterhin machen wirst. Du kannst alles machen, was du willst. Der einzige Aspekt ist nur, dass du dir sicher sein musst, wie viel Geld du verdienen willst und wie dein Lebensstandard sein soll. Das musst du entscheiden für dich selber. Und je nachdem, was für dich dabei rauskommt, ob du jetzt einen hohen Lebensstandard haben willst, ob du mal reich werden willst, ob du gut verdienen willst oder ob dir das relativ egal ist und du sehr bescheiden leben kannst, danach kannst du dann quasi deine weiteren Lebensvorstellungen richten. Und wenn du das genauso tust, wie ich gerade gesagt habe, dann kannst du einfach einen Job nehmen, der dir Spaß macht, in Kombination dessen, dass du halt damit auch deine Perspektive, die du da halt für dich selber wünschst, dass die noch mit erreicht wird. Ich zum Beispiel, ich brauche keinen Luxus, sage ich ganz ehrlich, Leute. Klar, ich mag gewisse Sachen, die schon ein bisschen teurer sind, ne, das ist auf jeden Fall so, aber als Beispiel, ich bräuchte jetzt keine Riesenvilla, ich bräuchte jetzt keine, weiß ich nicht, hunderttausende Euro auf dem Konto oder, ne, sonst was. Bei mir ist es so, Gastronomie finde ich ganz cool und Autos finde ich ganz cool. Das ist eigentlich alles, aber ich könnte auch in einer ganz, ganz kleinen Mietwohnung, wie ich es jetzt gerade auch tue, leben und gut ist es. Und mir ist wichtig, dass ich einen Job mache, der mir Spaß macht. Deswegen würde ich auch YouTube weitermachen, auch wenn ich nur gerade so davon leben könnte. Einfach, weil mir das Geld in dem Fall nicht so wichtig ist, sondern die Tatsache, einen Job zu machen, der mich mit Leidenschaft und Motivation erfüllt und wo ich morgens aufstehen kann, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, verdammt nochmal, mir macht das, was ich hier tue, verdammt nochmal Spaß. Und ich stehe morgens gerne auf, ich bin glücklich, mich macht all diese ganze Arbeit hier glücklich, mir macht der Umgang mit euch glücklich und das ist das, worauf es ankommt, Leute. Nur darauf kommt es an und ja, deswegen auch glücklich sein als Sinn des Lebens. Ich sag's immer wieder, aber auch in diesem Punkt, also
Macht einen Job, der euch glücklich macht, Leute. Und wenn euch ein hohes Gehalt glücklich macht, ja gut, dann macht einen Job, der ein hohes Gehalt hat und euch deshalb glücklich macht. Es kommt nicht darauf an, was der Faktor ist, der euch glücklich macht. Es kommt nur darauf an, dass es euch glücklich macht. Dass ihr wisst und merkt, verdammt, ja, das ist es. Das ist meine Zukunft. Und da komme ich zu dem Punkt, der mich eben selber glücklich macht. Und immer darauf achten, das finde ich ist auch immer ein wichtiger Punkt. Achtet einfach drauf und reflektiert euch regelmäßig selber, seid ihr gerade glücklich oder seid ihr es nicht, und versucht rauszufinden, was der Grund ist, warum ihr glücklich seid oder warum ihr unglücklich seid. Ich will jetzt nicht schon wieder in dieses Thema abrutschen, weil da haben wir letztens schon eine Real Talk Folge drüber gemacht, aber ja, es ist gerade in diesem Bereich unglaublich wichtig, weil einige von euch, das weiß ich einfach allein schon vom Alter her, sind wahrscheinlich gerade in einer Lebensphase, wo sie auch das mit diesen Ausbildungen klären müssen, was sie in ihrer Zukunft machen wollen. Und ganz ehrlich, Leute, macht euch da nicht so viel Druck. Und das meine ich wirklich so. Macht euch nicht so viel Druck. Das Leben wird immer einen Weg finden. Ihr werdet euren Weg finden. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal ist er ein bisschen, ja, liegt er nicht direkt so auf der Hand, sondern muss ein bisschen, ne, braucht ein bisschen Zeit, ihr braucht Überlegungszeit und, ne, nicht alles auf Anhieb, aber das ist auch alles völlig in Ordnung und völlig normal, und das haben viele Leute gemacht. Viele Leute, die heute, keine Ahnung, Multimillionäre sind, haben sich einiges an Zeit gelassen, bis sie überhaupt irgendwie eine berufliche Perspektive für sich selber gefunden haben. Ihr müsst das nicht von heute auf morgen alles so schnell klären. Ihr seid noch jung, ihr habt Zeit. Ihr könnt lernen, was immer ihr wollt. Ihr könnt eine Ausbildung in einem Bereich machen, der später überhaupt nichts mehr mit eurem endgültigen Job zu tun hat. Macht einfach das, was euch Spaß macht. Und ja, zieht die Ausbildung einfach durch. Nicht mit dem Gedanken, das ist jetzt meine endgültige Laufbahn. Sondern einfach nur mit dem Gedanken, ja, das mache ich jetzt fertig und danach gucke ich, ob mir das Spaß macht. Und wenn mir das keinen Spaß macht, ja moin, dann mache ich halt was anderes, was mir Spaß macht. Das ist der Sinn, Leute. Das ist der richtige Weg. Und wie gesagt, reflektiert euch einfach regelmäßig selber. Schaut, ob euch eure aktuelle Lebenssituation glücklich macht. Und wenn das so ist, dann haltet das fest. Und wenn es nicht so ist, dann analysiert für euch selber, was der Weg ist, den ihr da beschreiten müsst, und baut diesen aus. Genau. Ja, also, ich kann da ewig drüber quatschen, finde es aber auch unglaublich wichtig, weil dieses ganze berufliche, wie geht mein Leben weiter und so, das war für mich in der Vergangenheit wirklich durch diesen Druck, den man sich selber gemacht hat, einfach eines der schlimmsten Themen überhaupt. Und ja, dadurch, das hat mich halt sehr runtergezogen, hat mich in ein tiefes Loch gezogen. Ich habe ja damals schon einige Folgen in LBH gebracht, oder eine ganz bestimmte Folge, wo ich auch mal so über Depressionen gesprochen habe. Ich hatte nie welche, aber ich war kurz davor. Da hatte ich ja auch die Kochausbildung genannt. Und ich finde es einfach wichtig, darüber mal zu reden und auch vor allem diesen Druck aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Geschichte, die sich Leben nennt, rauszunehmen. Das Leben hat genug Druck, man muss sich den nicht freiwillig selber nochmal aufbinden oder so. Macht einfach, was euch glücklich macht, und macht euch nicht zu viel Druck, auch wenn die Fragen teilweise natürlich absolut, ne, manche Sachen sind halt sehr, sehr wichtig und müssen daher gut geklärt sein, aber das heißt nicht, dass ihr euch da verrückt machen müsst, und das solltet ihr auf gar keinen Fall. Und ja, das war's jetzt soweit, Leute. Ich will nochmal gerade eben ein bisschen was zur Bauaufgabe selber sagen. Bin nämlich hier auch am überlegen, so, hier können wir jetzt nochmal eben, ne, Steine reinsetzen, und sieht das so komisch aus, so, und dann haben wir es ja eigentlich geschafft. Wir haben dann beide Toiletten nochmal ein bisschen verfeinert, die Toilettenräume hier sind soweit auch jetzt ready, gut, wir haben neue Stühle gesetzt. Ich denke mal, die Zeit erlaubt jetzt nicht nochmal eben kurz Schwarzeichen zu farmen, aber das können wir dann ja, keine Ahnung, in den nächsten Folgen machen. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn das noch nicht jetzt in der Folge klappt. Lol, kann ich hier durch? Ja, kann ich. Aber der Fortschritt kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was ich auch auf jeden Fall noch machen muss, ist, mir Glasscheiben zu holen, weil diese komischen Scheiben, hier in den Badezimmern sind noch nicht fertig gesetzt, und irgendwie triggert mich das schon die ganze Folge, aber ich war zu faul, mir neue zu holen. oder soll ich das nochmal eben machen? Guckt mal, hier so, nee, das geht gar nicht, Leute. Wartet mal. Wir gucken mal eben kurz hier in den Truhen, die ich noch hier an der Seite stehen habe. Und wenn da keine sind, dann gucke ich nochmal eben beim Bootshaus, weil ich glaube, da könnten, obwohl da sind, glaube ich, graue, oder? Wartet mal eben, Home, Boot, so. Ich meine, hier müssten welche sein, aber es könnte sein, dass es graue sind. Und die können wir natürlich nicht verwenden. Hier sind gar keine, okay. Hier sind, wow, ein Glasblock, wow. 49, ja, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Das ist doch schon mal hier ein Anfang.
So, dann machen wir mal so, so, so. Ja, moin, Leute, das reicht doch locker. So, dann nochmal Home. Biblio. So. Hi, Emma. Und tschüss, Emma. So. Und dann machen wir mal eben kurz die Scheiben zu, weil dann können keine, verwaisten Eulen mehr da reinfliegen und keine Ahnung, hier, ne, ihr Unwesen treiben. Und das ist ja, denke ich mal, auch ganz sinnvoll. So, das erste Fenster ist drin. Da müssen wir noch eine Treppe unten reinsetzen bei der anderen Seite. Und geht dann, ja, genau bis einer oben. Also vier Steine hoch ist das Fenster. Genau. Mann, Leute, ist das Reden heute wieder schwer. Und oh Mann, die Folge geht viel zu lang. Ich muss mich beeilen. So, Moment mal. Ah, okay, weil das Dachprofil noch nicht ganz fertig ist. Alles klar, dann ist das okay. Ich dachte gerade, irgendwie ist das hier mit der Höhe irgendwie komisch. So, dann einmal Treppen. So, zack, zack. Und jetzt noch hier schnell die Fenster rein. Und damit haben wir das geschafft, Leute. Nice. Beide Toiletten sind jetzt fast fertig. Der Gang ist soweit fast fertig. Wir müssen natürlich noch ein bisschen Profil bauen. Müssen uns überlegen, was wir hier mit dem Raum machen. Aber an sich bin ich schon mega, mega gespannt, wenn das hier alles wieder eröffnet wird. Vielleicht sogar morgen im Livestream. Müssen wir mal schauen. Wobei müssen wir wirklich mal schauen. Ich guck mal. Ich lass mir das nochmal durch den Kopf gehen. Im Grunde wird hier natürlich noch überarbeitet, aber ja. Ich guck mal, Leute. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wundervollen Tag. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dem heutigen Real Talk-Thema in die Kommentare. Habt ihr vielleicht mal ähnliche Erfahrungen in einem anderen Job gemacht? Oder seid ihr vielleicht selber in einer Kochausbildung? Oder vielleicht habt ihr auch selber euch gerade die Frage gestellt, was macht ihr so in eurem Leben? Was wollt ihr daraus machen, beruflich gesehen? Und ja, ich freue mich auf den Austausch mit euch, wünsche euch allen einen schönen Tag, freue mich über jeden Like, jedes neue Abo und ja, sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute!